die Rundfunk- und die Hörfunkstaatsverträge, die zwischen den Ländern und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten geschlossen worden sind, sind ein Desaster. Sie sind die Grundlage dafür, liebe Bürger, dass Sie GEZ bezahlen müssen, und zwar unabhängig davon, ob Sie einen Fernseher zu Hause haben oder nicht. Wir als AfD nennen sowas Zwangsabgabe. Und wir setzen uns dafür ein, dass diese Zwangsabgabe aufgehoben wird. Wir wollen eine Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks über Steuern und ein Spartenfernsehen, was bezahlt werden muss. Aus dem Grunde haben wir uns bereits vor wenigen Wochen im Landtag Mecklenburg-Vorpommern dafür eingesetzt, dass die Rundfunkstaatsverträge gekündigt und neu verhandelt werden. Leider ist unserem Antrag nicht stattgegeben worden. Das Bundesverfassungsgericht hat uns Recht gegeben, denn auch das Bundesverfassungsgericht ist der Ansicht, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkmedien eine gewisse Staatsferne haben müssen. Staatsnahe und staatliche Mitarbeiter sollen dementsprechend sowohl in den Rundfunkräten als auch in den Hörfunkräten und in den Verwaltungsräten reduziert werden. Das Bundesverfassungsgericht ist der Ansicht, dass höchstens ein Drittel solcher staatlichen oder staatsnahen Mitarbeiter in diesen Räten sitzen dürfen. In der Debatte im Landtag Mecklenburg-Vorpommern wurde nun im Rahmen eines Gesetzesänderungsantrages der Landesregierung darüber debattiert, wie man den verfassungsrechtlichen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nun nachkommen soll. Eine Reduzierung muss sein, das ist klar. Aber anstatt diese Vorgaben zum Anlass zu nehmen, auch den Hörfunkrat und den Verwaltungsrat zu reduzieren, stockt man diesen nun auf. Man will damit offensichtlich erreichen, dass trotz einer Reduzierung des politischen staatsnahen Anteils trotzdem nach wie vor Einfluss ausgeübt werden soll. Wir sind dagegen. Wir möchten Rundfunk- und Hörfunkräte haben, die staatsfern sind. Die politischen Parteien sollen keine Möglichkeit haben, ihre Position im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in einem überzogenen Maße darstellen zu können.